Willkommen. Ich wollte euch heute zeigen, wie ich das Muster von diesem Tuch gehäkelt habe. Das ist ein ganz einfaches Muster, wo halt dann immer wiederholt wird. Das sind, jetzt lasst mich mal schauen, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ja, 4 Reihen, die immer wiederholt werden, bis euch das Tuch groß genug ist und gefällt. Und dann fertig ist sozusagen. Ja, ich habe hier eine 1000 Meter Bobbel und ja, ganz, ganz einfach dieses Tuch. Wie gesagt, das Tuch hier ist mit 3,5er Nadel gehäkelt und ich werde es euch jetzt hier mit dem weißen Garn einmal zeigen, das ist ein Rest und mit einer 4er Nadel. Also das ist, könnt ihr häkeln mit Garn und Nadel, wie ihr das wünscht. Das ist alles offen, das könnt ihr euch aussuchen. Das hier ist jetzt ein komplettes Baumwollgarn, das Tuch hier von mir. Sehr, sehr schön, finde ich, schön weich, fällt gut. Also, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. So, ich hole euch mal dichter. Dass ihr das besser seht. Und wir machen den Anfang von dem Tuch. Als erstes die Schlaufe. Und dann mache ich 4 Luftmaschen, 2, 3 und 4, schließe die vorne, da gehe ich meistens eigentlich hier in den Hubbel rein, also in das hintere Maschenglied, untere Maschenglied und mache eine Kettmasche. So, jetzt habt ihr ja hier das kleine Löchlein und jetzt gehen wir 3, 2, 3, 4 Luftmaschen nach oben und arbeiten in das kleine Löchlein hier noch 3 Stäbchen. Also. 1, 2 und die 3. Dann machen wir 3 Luftmaschen, 2, 3 und arbeiten wieder hier 3 Stäbchen erstmal. 1, 2 und 3. So, und jetzt machen wir unser letztes Stäbchen. Da wir aber hier 4 Luftmaschen gemacht haben, machen wir eine Luftmasche und ein Stäbchen noch einmal als Abschluss. Und jetzt gehen wir wieder 4 Luftmaschen nach oben. 4 wenden und machen hier vorne ein Stäbchen rein. Ich gucke gerade noch mal nach. Ja. Also hier in den Zwischenraum, wo wir die Luftmasche gemacht haben, kommt ein Stäbchen. So. Und jetzt könnt ihr eigentlich schon, oder starten wir schon mit dem ersten Muster. Das heißt, wir machen eine Luftmasche, überspringen dieses Stäbchen, ja, und gehen in das zweite Stäbchen rein und machen ein Stäbchen. So, jetzt wieder eine Luftmasche,
dieses Stäbchen hier, dieses überspringen und hier oben in den Zwischenraum ein Stäbchen, zwei Stäbchen. Und drei Luftmaschen, das ist jetzt die Spitze, und wieder in den Zwischenraum zwei Stäbchen. So, und hier starten wir jetzt genauso, wie wir hier aufgehört haben. Das heißt, wir machen eine Luftmasche, überspringen dieses Stäbchen und gehen in das nächste Stäbchen. Wieder eine Luftmasche und überspringen dieses Stäbchen und gehen hier in den Zwischenraum und machen ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal ein Stäbchen in denselben Zwischenraum. So, dann wieder vier Luftmaschen für hoch. Wir wenden die Arbeit. Und machen hier in den Zwischenraum ein Stäbchen. So, jetzt setzen wir in jede Masche ein Stäbchen rein. Ja, hier in dieses Stäbchen, ein Stäbchen. Hier in den Zwischenraum, ein Stäbchen. Ihr könnt auch in die Masche einstechen, wenn ihr das lieber mögt. Ich steche immer um die Masche. Ja? Hier in das Stäbchen, ein Stäbchen. Jetzt haben wir wieder den Zwischenraum, ein Stäbchen. Und noch einmal in jedes Stäbchen, in jede Masche. So, jetzt sind wir wieder in unserer Ecke. Und da machen wir zwei Stäbchen, drei Luftmaschen. Und zwei Stäbchen. So, und hier auch wieder in jede Masche ein Stäbchen. So, wie gesagt, ich umhäkle die Luftmaschen. Aber ihr könntet auch, wenn ihr das wollt, hier in die Luftmasche einstechen. Ich mache es jetzt so. Und jetzt sind wir auch schon wieder sozusagen an unserer Ecke. Dann machen wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal ein Stäbchen. Und wir gehen wieder mit vier Luftmaschen nach oben. Drei und vier. So, und das war schon der erste Mustersatz. Wir wenden die Arbeit und machen in unseren Zwischenraum ein Stäbchen. Und jetzt wird über Kreuz gehäkelt. Das heißt, wir überspringen, machen den Umschlag für unser Stäbchen, wir überspringen die erste Masche und gehen in das zweite Stäbchen. Machen ein Stäbchen. Machen einen Umschlag auf die Nadel und gehen zurück in das erste Stäbchen und häkeln dort auch ein Stäbchen. Ja, und dann kriegt ihr so ein X. Also das erste Stäbchen überspringen und ins zweite einstechen. Und dann das nächste Stäbchen zurück in das erste. So, ich zeige es nochmal, den Umschlag auf die Nadel, dieses Stäbchen überspringen wir stechen in das zweite ein. Machen ein Stäbchen und haben hier jetzt unsere Lücke. Machen einen Umschlag auf die Nadel und stechen rückwärtig in das erste ein. So, und das macht ihr sozusagen bis zum Ende. Und wenn dann hier ja ein Stäbchen übrig bleibt,
geht ihr einfach hin und füllt das auf mit einem Stäbchen. So, und jetzt sind wir wieder an der Ecke. Und da machen wir wieder 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. 2, 3 und nochmal 2 Stäbchen. 2. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Ton? Ist der soweit in Ordnung oder ist der immer noch so leise? Könnt ihr mir gern mal Bescheid geben. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von unserem Muster. Das heißt, wir starten hier genauso, wie wir auf dieser Seite aufgehört haben. Das heißt, wir machen ein Stäbchen in das erste Stäbchen. Und jetzt wird wieder das erste übersprungen und in das zweite wird eingestochen und ein Stäbchen gemacht. Und dann wieder zurück in das erste und ein Stäbchen machen. Und dadurch bekommt ihr halt dieses X. Ja, oder dieses Kreuz, wie ihr das lieber nennen mögt. Ja. Aber ich finde so, das ist ein sehr schönes Muster. Das ist super einfach und macht auch was her. Also, das ist wirklich ein schönes, einfaches Tuch. Ja. So, da habe ich jetzt falsch gehäkelt. Seht ihr? Eieiei, wenn man quatscht und nicht aufpasst. Nee, war doch richtig. Was habe ich denn jetzt? Entschuldigt, es war richtig. Ich dachte, ich habe eine Masche übersprungen, aber das habe ich nicht. Hat nur irgendwie so ausgesehen, aber hier ist er drin und hier ist er drin, also es hat gepasst. So, jetzt haben wir noch 2 und hier auch wieder. Und das letzte. So. Und jetzt wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in den Zwischenraum. Und das ist das zweite Muster. Jetzt kommt sozusagen zum Abschluss noch einmal 4 Luftmaschen. Wir wenden und wir setzen hier jetzt auch noch mal komplett eine Reihe Stäbchen drauf. Also wir machen unser Stäbchen und setzen jetzt in jede Masche ein Stäbchen rein. Und das mache ich halt immer im Wechsel. Oder das habe ich immer im Wechsel gemacht. Dass das sich abgewechselt hat. Einmal das Muster mit Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Dann eine Reihe feste Maschen und dann eine Reihe, die Maschen über Kreuz und dann wieder eine Reihe Stäbchen. Das ist schön einfach, es ist nichts, wo man viel nachdenken muss, ich weiß nicht. Also man muss sich schon konzentrieren, aber ich finde, man kann dabei auch noch locker sich ein bisschen unterhalten oder weiß nicht, vielleicht gucken einige Fernsehen oder was ihr macht beim Häkeln noch dabei. Ja, das ist ja jedem selbst überlassen, aber ich finde das Muster so ganz schön und einfach, wenn dann die Wolle mitläuft und man sie nicht ziehen muss. Ich hasse das, wenn das dann manchmal so anfängt zu haken, weil der Fluss aus dem Knäuel nicht so flüssig ist einfach. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch. Ja, genau. Also dann jetzt nochmal eine Reihe mit den Stäbchen drüber. Und so wächst das Tuch dann vor sich hin. Ich finde auch, dass die 2 Mustersätze nicht zu locker sind. Es ist trotzdem, obwohl man ja die Luftmaschen mit drin hat, ein schönes, dichtes Tuch. Ja, ich mag das nicht, wenn ich die Tücher dann anziehe und dann zieht es an jeder Ecke und Ende.
Das mag ich nicht so gern. Ja, und deswegen fand ich das jetzt eigentlich ganz angenehm. Ja, und das häkelt ihr dann so lang und groß, wie ihr mögt. Jetzt würde halt wieder die 4 Luftmaschen kommen. Das Wenden, ein Stäbchen in den Zwischenraum. Und dann könntet ihr schon mit dem Muster mit der Luftmasche beginnen. Also eine Luftmasche, Stäbchen überspringen und wieder ein Stäbchen ins nächste Stäbchen. Und Luftmasche, Stäbchen überspringen, ins nächste Stäbchen ein Stäbchen. Ja. Und je nachdem, mit was für ein Garn ihr das macht, ist der Verlauf halt wirklich schön. Ich finde, bei dem Muster kann das auch ein Garn sein mit starkem Verlauf, weil das Muster den Verlauf nicht schluckt. Ja? Also den Garnverlauf, den Farbverlauf. Also das ist schon schön. So. Ja, und das macht ihr, wie gesagt, so groß und breit, wie ihr möchtet. Das war die kleine Tuchanleitung zu diesem kleinen Tuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr was genauer sehen wollt, wissen wollt oder anders erklärt haben wollt, wenn ich irgendwas erzählt habe, wo ihr sagt, komisch, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden oder das würde ich gerne nochmal anders sehen. Schreibt das gerne mir in die Kommentare, damit ich darüber Bescheid weiß. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Das würde mich natürlich freuen. Und auch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr mögt. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelsachen. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Ich hoffe, es geht euch gut. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.